So, willkommen zurück zu Grotesque Tactics. Wir haben das letzte Mal den Blicke töten können, nämlich meine Katze gerade zur Asche war gemacht. Die will wieder spielen. Das Heilmonument hier befreit von garstigen Pilzen. Das waren brutale Pilze. Naja, da steht noch ein Übeltäter. Den radieren wir doch gleich mal aus. Ach, ging aber schnell. Dann plündern wir noch die Truhe. Speichern. Und gehen jetzt endlich mal zum Soldaten, wo wir eigentlich hin sollten. Torus zum Gruße. Ihr wollt Westwind besuchen? Wir suchen einen Mann in Westwind. Wer seid ihr? Nehmen wir mal das Erste. Ich bin Morbius. Einst war ich ein Ritter des stolzen Königreichs von Glory. Einst? Naja, gestern. Nach der Schlacht habe ich mich nach Westwind geschleppt und nun arbeite ich für den weisen Archibald. In Station Wish wollte ich mich heilen. Doch diese geldgierige Heilerin Cynthia wollte mir nicht helfen. In Westwind habe ich wenigstens hilfsbereite Menschen gefunden. Sie sind fromm und streng, aber gute Menschen. Wir suchen einen Mann in Westwind. Pfotenangriff. Um wen handelt es sich? Einen Krieger namens West. Oh, West. Er steckt in Schwierigkeiten. Die Menschen in Westwind haben ihn gefangen genommen. West wurde gefangen genommen? Hey, ich weiß nicht, ob ich euch das erzählen darf. Ihr seid Fremde. Vielleicht sogar Spione der Dark Church. Spione? Nun ja. Der berühmteste Held Holy Avatar ist auf unserer Seite. Ihr wisst schon, goldene Rüstung, Sonnenbrille, breites Grinsen. Oh, aber vielleicht ist es auch nur ein Cosplayer. Ach, kommt schon. Ich sag euch was. Wenn ihr mir nur einen kleinen Gefallen tun könnt, erzähle ich euch alles über West. Garantiert. Was wäre das für ein kleiner Gefallen? Es gibt hier ein kleines Waldstück mit einem Heilmonument. Ach, wie praktisch. Brutale Pilze hatten mich angegriffen. Und auch Choco-Chicks. Sie haben einige Sachen von mir gestohlen. Was für Gegenstände vermisst ihr? Das hat sich gerade so angehört, als wären die wieder herteleportiert worden. Meine Ersparnisse. Und ein Porträt meiner Frau. Ich glaube, das Bild meiner Frau hatte ich in den Schlund eines Pilzes geworfen, als ich davongelaufen bin. Ihr habt das Bild eurer Frau in den brutalen Pilz geworfen? Ich hatte leider gerade nichts Gefährlicheres verfügbar, bis auf meinen Goldbeutel. An dem zerrte aber ein Schokochick. Also, so sollen wir es suchen. Nördlich von hier ist das Heilmonument. Geht einfach durch das Waldstück. Es gibt Eingänge, die zum Ziel führen. Also gut, dann los. Da sich brutale Pilze und Choco-Chicks nicht ausstehen können, solltet ihr die Streitigkeiten nutzen und mir die Gegenstände zurückholen. Beeilt euch. Gut, dann mischen wir in der Schlägerei mal kräftig mit. Wurde das eine Choco-Chick? Oh, sowas. Jungfrauen in die zweite Reihe. In die zweite, nicht in die dritte. Naja. Die kann die nicht weiter? Die kann doch fliegen. Nahkämpfer, aber in die erste. Ein brutalerer Pilz kommt von hinten. Oh, verdammt, und ein Choco-Chick von vorne. Den Pilz habe ich natürlich übersehen. Fällt das Mistviech aus? 50. Machen wir es also erstmal blind. Und Level 7. Oh, die Avatar. Ich kann den brutaleren Pilz hier mal nicht mehr ganz so brutal machen.
Angelina greift auch mal an. Hey, wow. Und Mandy entledigt uns dieses Schoko-Chicks. Candy ebenfalls. Und Rukel haut auch nochmal drauf. Na sowas. Holy Avatar, kann der bis dahin schlagen? Nein, kann er nicht. Aber wenigstens plündern kann er. Immer drauf, hätten noch 22 aus, das Viech. Angelina kommt da auch nicht hin. Naja. Haut drauf. Was war denn das? Oh, Kugel hat daneben geschlagen. Ist ja unfair. Beende es, Drake. So viel zu dem Thema. Jetzt aber! Weh, der trifft nicht! Das gibt's doch nicht! Candy. Ein Gesundheit noch. Na, geht doch. War da noch einer? Nein, schön. Yeah, wir haben die Sachen von Morbius gefunden. Jetzt sollte er kein Misstrauen mehr hegen. Wer schreibt denn da ständig in Skype? Hoffentlich hört ihr das nicht. Ah, und es fängt auch noch mal eine Katze an, nach mir zu schnappen. Na gut. Zum Möbius zurück. Torus zum Gruße. Ihr wollt Westwind besuchen? Wegen des Gefallens. Habt ihr die Sachen gefunden? Hier ist der Geldbeutel und natürlich auch das Bild eurer Frau. Ein bisschen lediert mit Zahnabdrücken und Pilzschleim, aber sonst so gut wie neu. Sehr gut, vielen Dank. Frau und Goldbeutel sind wieder sicher verwahrt. Tja, meine Freunde, wo waren wir? West wurde gefangen. West wurde beschuldigt, Unglück zu bringen und sollte aus der Stadt verbannt werden. Natürlich haben die Bewohner mitbekommen, dass wir sieglos aus der Schlacht zurückgekehrt sind. West hatte nicht mitgekämpft. Nun ja, West hatte sich dann sehr aufgeregt und den weisen Archibald niedergeschlagen und noch ein paar andere wichtige Persönlichkeiten aus Westwind. Jetzt wurde er gefangen genommen und vielleicht wird er nun sogar gehängt. West hat einfach nicht seine Aggression im Griff. Katzen! Pfoten! Gebiss! Hilfe! Aufgedrehte Katze auf dem Schoß. 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie mich ermorden will. Erinnert ihr euch, als jemand das gelesen hat? Ich muss erstmal eine Katze hier beruhigen. Sonst komme ich nicht an die Tastatur oder ein paar Krallen in meinem Arm zu haben. Ah, jetzt. Okay. Er wird gehängt, wir müssen West befreien. Wir brauchen ihn, um Glory vor der Dark Church zu beschützen. Er wäre ein wichtiger Recke neben Holy Avatar. Oh, Holy Avatar ist also wirklich in euren Reihen? Es freut mich, dass wir noch nicht gänzlich besiegt wurden. Aber momentan wird niemand nach Westwind gelassen. Die Bewohner haben große Angst vor der Dark Church. Ich habe den Befehl, niemanden durchzulassen. Denkt daran, dass wir gerade eine Quest für euch erfolgreich absolviert haben. Sicher. Etwas fällt mir noch ein, um die Bewohner zu besänftigen. Das hört sich nach einer weiteren Quest an. Die Menschen in Westwind wollen Kristallwaffen schmieden. Das Material ist einzigartig und sollte die Chancen erhöhen, das Dorf vor der Dark Church schützen zu können. In diesem Wald gibt es im Osten eine Höhle. Diese Höhle beherbergt verschiedene Kristalle. Sammelt 13 grüne Kristalle und wir können genügend Waffen schmieden. Genau 13 grüne Kristalle? Also gut. Das klingt doch nach einer lösbaren Aufgabe. Aber warum seid ihr nicht in diese Höhle gegangen? Es hausen schreckliche Kreaturen in der Höhle von Westwind.
So schrecklich, dass wir uns alle in die Hosen machen würden. Gleichzeitig. Was für schrecklich? Bösartige Säbelzahnhasen. Knuddelige Hasen? Säbelzahnhasen. Niemand will einen Säbelzahnhasen streicheln, glaub mir. Ihr Gebrüll ist so markerschütternd, dass euer ganzer Körper erzittert. Aber Gerüchte besagen, es haust ein noch schrecklicheres Ungetüm in dieser Höhle. Noch schrecklicher als die schrecklichen Säbelzahnhasen. Noch schrecklicher? Oh ja. Also, was ist jetzt? Seid ihr dabei? Warum heißt ja nicht gleich Tim? Nö, keine Lust. Klar, wieso nicht? Sehr gut. Bringt uns die Kristalle und ich werde mich darum kümmern, dass ihr im Tausch dafür West erhaltet. Wenn ich nichts mehr von euch Helden höre, weiß ich, dass die Säbelzahnhasen euch gefressen haben. Oder das noch schrecklichere Ungetüm. Tadam! Ich muss mir doch vielleicht mal eine Facecam zurichten, aber es sollte ja eigentlich eine Catcam sein. Naja. Egal. So, muss ich mein Soundproblem in den Griff kriegen. Ich hoffe, es klappt jetzt mit der neuen Methode, die ich eigentlich schon länger ausprobieren wollte. Wo war denn diese Höhle und was haben wir hier noch vergessen? Dort waren wir, ne? Ja. Hier ist die Höhle. Das Heilmonument. Das sieht mir nach Westwind aus. Da waren wir auch schon. Okay, dann scheinen wir hier alles ausgedüngt zu haben. Das sollte der Höhleneingang sein, von dem Morbius sprach. Dann wäre das geschafft. Soll seine halbgöttliche Wenigkeit erzählen, in welch imposanten Höhlen er schon nach Schätzen und schrecklichen Monstern gesucht hat? Wir sind ganz gespannt, Holy. Ja, erzählt uns von euren aufregenden Heldentaten. Wartet, wartet! Am Eingang der Höhle haben sich noch einige brutale Pilze versammelt. Ich fürchte, wir müssen sie vertreiben, um da durchzukommen. Wer wagt es, die halbgöttliche Geschichtsstunde zu ruinieren? Denen treten wir im Vorbeigehen in ihren Pilzhintern. Wenn sie den Hintern hätten. Pilze sind ja weder Tiere noch Pflanzen. Das ist ein eigenes Reich in der Taxonomie der Biologie. Ich lasse es schon. Also es gibt in der Taxonomie, die sogenannte Taxonomie ist die Kategorisierung der verschiedenen... Ups, was mache ich denn? Na gut. Nein, falscher Pilz. Gibt es fünf verschiedene Reiche, das sind die Eukaryoten, die Prokaryoten, Bakterien und so, tierische Einzeller. Dann gibt es noch, ja, die... Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was es gab. Auf jeden Fall eins, die Pflanzen und die Tiere noch, genau, und dann die Pilze. Unser Ruckel kriegt dann vom Pilzen eins auf die Nase. Ich hätte vielleicht auch erst die Pilzmagier erledigen sollen. Naja. Vor lauter Klugscheißen in Biologie. Hab ich das ganz vergessen. Und tschüss. Aber wie viel hält er denn noch aus? 13. Okay, wir heilen ihn lieber mal. Außerdem ist er vergiftet, also müssen wir ihn heilen. Wenn wir keinen Trank verschwenden wollen. Candy kann auf nichts losgehen. Dumme Jungfrau. Aber die gute Mandy. Kann sie noch den Pilzmagier. Oh, Drake ist auch vergiftet. Boah, schnappen. Steht jetzt natürlich in der ersten Reihe, das war nicht so gut. Ist aber Ruckel dran. Probier doch mal Ruckels Spezialfähigkeit aus.